Hey, wenn du willst, können wir auch die Challenge machen, die hier vor der Tür bei dir ist, weil die weiß ich noch selber. Da muss ich meine Charakter ziemlich hochleveln, bis ich die geschafft habe. Da könnte ich dir schnell helfen, wenn du willst. Die war nämlich gar nicht ohne. Die beiden in einer Minute besiegen ist alleine mit seinen relativ niedrigleveligen Charakteren, die man normalerweise hat, wenn man hierher kommt, echt nicht leicht. Tada! Das war jetzt eben zum Beispiel gerade ziemlich cool, weil ich eben Metatron super krasse Elektroattacken nutzen konnte, um mit meinem Wind einen super krassen Elektrowirbel zu erzeugen. Und das hat die Gegner gerade ziemlich gekillt. Da kann man eben wirklich coole Elementarkombinationssachen machen. Tada! Oh, was habe ich denn da versehentlich freigelegt? Das war nicht mal Absicht. Die Schatzkammer steht offen. Oh, Gegner. Hast du gerade einen Feuercharakter zur Hand, Metatron? Weil hier wäre noch eine Kiste, die du frei brennen kannst. Sonst nehme ich schnell ein. Ups, das wollte ich nicht. Hä? Warum funktioniert das nicht? Ah doch, hat eh funktioniert. Okay. Ah, es ist wirklich super. Ich mag das Spiel echt gerne. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber während ich das spiele, denke ich mir eigentlich die ganze Zeit nur, boah, ich freue mich so auf Breath of the Wild 2. Das wird so cool. Und ich freue mich jetzt auch auf das Breath of the Wild Sequel, das eigentlich ein Warriors-Spiel ist, aber trotzdem bestimmt cool wird. Also ich mag ja auch die Warriors-Spiele, deswegen wunderbar. Nichts darf ich machen hier in Metatrons Welt. Es ist so gemein. Überall heißt es, nee, das ist der Fortschritt von einem anderen Spieler. Such dir deinen eigenen Fortschritt. Also die Dungeons, die jetzt wahrscheinlich du auf Level 30 machen kannst, sind alle ziemlich kurz und easy. Du könntest mal in deinem... Hast du in deinem Abenteuerbuch schon Bosse freigeschaltet?
Ein paar Bosse wären vielleicht ganz cool. Oder Kopfgeldjagden, wie es im Deutschen anscheinend heißt. Könnten wir ein paar machen. Gerade diese Würfel. Hast du schon diese Level 50 Würfel? Die schaffen wir zu zweit. Die machen wir fertig. Ich nehm eine Heilerin mit oder so. Und die bringen super coolen Loot und super viele Erfahrungspunkte und sind auch coole Bosskämpfe, wo man wirklich auch ein bisschen mit Taktik rangehen muss. Oder auch den Level 51 Wolf zum Beispiel. Aber der ist schon sehr krass. Aber so ein Würfel könnte man schon versuchen. Die gibt's auch schon bei dir, sehe ich. So ein Blitzwürfel da unten zum Beispiel könnte man, glaube ich, machen. Ich teleportiere mich mal hin, damit du siehst, was ich meine. Das sind coole Bosskämpfe. Da muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen Abstand halten, ein bisschen ausweichen und auf seinen Moment warten. Und dann Kablamo. Genau, hier wäre der. Das wäre der Boss. Den könnten wir machen. Das wäre cool. Ich warte mal auf dich noch. Ich hoffe, Noelle kann uns gut heilen, gut genug heilen. Die ist eigentlich keine schlechte Heilerin, nicht so gut wie Barbara, aber dafür kann Noelle noch ordentlich reinhauen. Deswegen nehme ich die immer gerne als Heilerin mit. Wird schon hinhauen. Hallo. Okay, los geht's. Im Grunde müssen wir jetzt warten, bis der Kern offen liegt. Was jetzt der Fall ist. Ah, ich sehe gerade, der ist bei dir nur Level 36. Der wäre bei mir 50 quasi. Dann haben wir sowieso easy peasy hier. Den machen wir fertig. Stefan, danke fürs Abonnieren. Hi, willkommen. Okay, jetzt möchte er sich noch mal heilen. Die Dinger kann man jetzt nur mit Elementarschaden beschädigen. Von den Dingern, die um das Kernding rum sind, müssen wir zu viel wie möglich zerstören. Aber wie gesagt, geht nur mit Elementarschaden. Ich habe jetzt gerade leider keinen zur Verfügung. Konnte jetzt leider nicht viel Schaden anrichten. Aber ist nicht schlimm. Jetzt konnte er sich ein bisschen heilen. Und das Ganze geht wieder von vorn los. Okay, jetzt müssen wir wieder seine vier Heilkügelchen kaputt machen, wenn es geht. Ah ja, ich glaube, wir haben ihn, oder? Perfekt, na guck.
Hurra! Es kriegt schon in der Overworld jeder seinen eigenen Loot, oder? Metatron, du musst die Blume jetzt auch selbstständig aufmachen und kriegst dann deine eigenen Drops, oder? Hoffe ich doch mal. Ich denke schon. Ja, genau, so Bosse können wir von mir so noch ein paar machen. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Gerade weil die jetzt echt zu zweit relativ leicht sind. Hallo, Pia, wie geht's? So Würfel gibt es, glaube ich, in drei oder vier verschiedenen Elementen und jeder hat auch wirklich seine eigene Strategie und seine eigenen Phasen und so. Das sind wirklich ganz nette Bosse. Oh, Errungenschaften. Mir geht's auch gut, Dankeschön. Yes. Das ist cool, weil diese komischen kreuzförmigen Sternchen-Dinger, wie heißen die hier? Urgestein. Diese Urgesteine braucht man eben für viele Sachen im Spiel. Unter anderem und nur dafür benutze ich sie natürlich. Das kann ich jetzt hier nicht machen im Multiplayer anscheinend. Doch. Für die Lootboxen. Ich sammle natürlich immer, bis ich mir eine 10er Lootbox leisten kann. Das ist ziemlich teuer. Dafür braucht man viel Urgestein. Aber gut. Ich habe die Tage ein paar Stream-Wiederholungen angeschaut von dir und da ist mir aufgefallen, du siehst einem Schauspieler ultra ähnlich. Welchem denn? So, gucken wir mal kurz auf die. Nee, nicht auf die Karte. Ich wollte nicht auf die Karte gucken. Aber können wir auch. Wir könnten, wenn du willst, die Eisblume versuchen. Flux-Eisbaum. Der ist aber nicht ohne, aber der ist auch cool und gibt auch ordentlich Loot. Ich teleportiere mich mal dahin, Metatron. Können wir mal schauen. Weiß nicht, wie der Real heißt, aber der Professor von Haus des Geldes. Nee, das war, die habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann das mal schnell googeln, denke ich. Aha, okay. Ich sehe die Ähnlichkeit ein bisschen, ja doch. So, so. Eine Brille bräuchte ich. Und ein bisschen dünner müsste ich sein. Ja, genau, Metatron. Keine Ahnung. Wenn du Bock hast, dann machen wir den. Der ist cool. Dann nehme ich aber vielleicht. Nee, passt. Ich bleib bei den beiden. Die sind ein gutes Team. Ich habe irgendwo mal für ein Halloween-Kostüm. Ich habe sogar noch irgendwo eine Brille mit Gläsern rumliegen. Aber ich glaube gerade nicht hier. Ich weiß gerade nicht, wo die ist. Also mit Glas, Gläsern. Ohne Stärke, will ich damit sagen. Okay, da kommt er. Sehr schön. Dann Attacke! Metatron macht das schon geschickt, weil ich bin immer eher so der brachiale Draufhauer. Ich nehme mir irgendwie ein Schutzschild und dann stehe ich vor dem Schwachpunkt und hauche drauf. Aber viele Bosse kann man eben mit Pfeil und Bogen echt eigentlich auch gut bearbeiten. Wenn man auf die Schwachstellen zielt.
Oh nein, Metatron hat's erwischt. Zumindest einen Charakter. Ich bin schon fleißig am Heilen. Jawohl! Ausgezeichnet. Sehr schön. Das ist ziemlich guter Loot, den man sehr gut brauchen kann, um seine Figuren hochzugraden, abzugraden, hochzuleveln. Ich such die mal. Ich guck mal. Ich muss ihn nachher... Jetzt müssen wir... Metatron, weißt du was, wenn du mich hören kannst, machen wir ganz kurz 2 Minuten Pinkelpause, weil ich muss wirklich pinkeln. Und dann komme ich wieder und du suchst dir einen neuen Boss aus, den wir machen. Irgendeinen, egal. Oder irgendeinen Dungeon, was du magst. Und ich such die Brille schnell. Damit ich den Professor aus Haus des Geldes cosplayen kann. Ich bin sofort wieder da. 2 Minuten Pause. So, da bin ich wieder. Tada! Oh, da spiegelt meine Lampe ganz schön. Sieht fast ein bisschen aus, als hätte die, oder? Als hätte die so eine Tönung. Ich sehe auch kaum was. Die ist ganz schön beschlagen. So, Metatron. Was nun? Oh, Achievement. Yes. Das ist schon cool. Wie gesagt, das ist quasi Premium-Währung. Es stimmt nicht ganz. Es stimmt nicht ganz. Ich nenne das zwar Premium-Währung, aber das stimmt nicht ganz. Weil die Premium-Währung, die man kauft, ist eigentlich nochmal eine andere Währung. Die kann man aber eigentlich fast nur 1:1 in diese Währung umwandeln. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? One cube or two? Jetzt schaue ich mal, ob wir den Wolf schon... Aber ich glaube noch nicht, oder? Doch, theoretisch gibt es den Wolf schon. Hey, Metatron, wollen wir den Wolf versuchen? Der ist wirklich krass, finde ich. Aber auch ein cooler Boss. Man kriegt super guten Loot. Jetzt sehe ich echt aus wie der. Na dann. Fast sogar die gleiche Brille. Vielleicht bin ich ja der Schauspieler von House of Geldes. House of Geldes? Was? Das ist mein böser Zwilling. Der Stuntman, ja genau. Der bin ich. Ich hatte bis jetzt nur noch nicht so viel zu tun. Also ich habe die Serie jetzt noch nicht gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Professor in der Serie nicht gerade die actionreichsten Szenen hat. Insofern hatte ich noch nicht viel Arbeit als Stuntman, aber ich stehe grundsätzlich zur Verfügung. Der telefoniert immer. Naja. Ja, das stimmt. Das wäre mit Voice Chat leichter. Hier zu spielen. Ich meine, grundsätzlich geht ja der Chat da unten schon, aber ohne Tastatur ist das halt irgendwie doof. Weil dann muss man halt da und hier Text eingeben, machen und dann schreibt man so. Yo. Und dann hier senden und das dauert halt alles ein bisschen.
Ah, es könnte sein, dass wir gegen den Wolf doch noch nicht kämpfen können. Weil da muss man erst eine Questreihe vollenden, die du vielleicht noch nicht gemacht hast. Da müsste nämlich eigentlich so eine leuchtende Säule unten sein. Aber wir können es mal versuchen, wenn du willst. Au, warum tut mir denn... Ich glaube, ich kriege hier einen Pickel. Mir tut die Brille so auf der Nase weh. Das sind so Probleme, an die denkt man gar nicht. Aber so als Brillenträger, wenn man da so einen Pickel auf der Nase kriegt oder hat, genau da, wo der Rahmen sitzt, ist das, glaube ich, schon echt unangenehm, oder? So, jetzt bin ich gespannt, ob wir den Wolf überhaupt beschwören können, ob der überhaupt kommt jetzt. Das müsste entweder da vorne bei dem Wolfsgesicht gehen oder durch irgendeine leuchtende Säule hier in der Arena. Aber eine leuchtende Säule sehe ich nicht. Deswegen weiß ich es jetzt auch nicht genau. Dann müssen wir vielleicht woanders hin, wahrscheinlich. Der Wolf geht leider noch nicht. Was hätten wir denn noch bossmäßig auf der Karte? Oh, was ist denn das da? Gegen das habe ich selber noch nicht gekämpft. Ein Okeanid. Wollen wir dann gegen den Okeoniden kämpfen? Wenn der Wolf hier nicht geht anscheinend. Hä? Metatron ist verschwunden. Oh! Er ist wirklich verschwunden. Wo ist er denn? Da ist er. Hast du vor, mal wieder Mario zu spielen? Ja, das ist auf jeden Fall mit eingeplant. Ich wollte heute jetzt das Spiel hier zwischenschieben, weil ich das privat gerade echt gern spiele und das so ein bisschen vorführen wollte auch. Vorführen klingt so negativ, ne? Aber Mario Sunshine und danach vor allem Mario Galaxy will ich auf jeden Fall auf dem Kanal schon auch spielen. Irgendwie müssen wir auch noch die Geheimakte-Spiele unterkriegen. Aber das wird schon. Hab was markiert, lass da hin. Da wurde irgendwas zensiert. Wahrscheinlich ein Schimpfwort in irgendeiner Sprache oder so, wie das oft so ist. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ich glaube, ich sehe leider deine Markierungen nicht, Metatron. Das ist ein bisschen das Doofe. Leider siehst nur du deine Markierungen. Der Multiplayer ist noch nicht ausgereift in dem Spiel, in vielerlei Hinsicht. Wie ist eigentlich dein Streamplan? Das kann ich gerne öfter mal, weil ich habe es ja auch nirgends schriftlich festgehalten. Deswegen schadet es gar nicht, wenn ich das öfter mal in den Streams erkläre. Im Grunde wird eigentlich fast jeden Dienstag gestreamt. Also zumindest immer die ersten 4 Dienstage im Monat. Es ist selten mal ein 5. Dienstag im Monat, an dem würde dann nicht gestreamt werden. Und den ersten und dritten Dienstag suche ich mir aus, was wir spielen, und den zweiten und vierten Tag dürfen sich das die Patreons aussuchen durch Abstimmungen. Und also wenn im Monat quasi 250, 500 oder 750 Euro durch Fanspenden zusammenkommen, durch welchen Weg auch immer, also Patreon oder hier direkt auf Twitch, werden jeweils quasi
Halt die Klappe, die schreibt mir so in die Ohren, das Spiel ist so laut auf meinen Kopfhörern. Wird jeweils immer ein Donnerstag-Stream freigeschaltet. Also jetzt zum Beispiel sind wir schon auf über 250 Euro. Deswegen ist jetzt schon der erste Donnerstag-Special-Stream, also diesen Donnerstag, jetzt freigeschaltet. Und bei 500 dann der zweite Donnerstag und dann der dritte Donnerstag. Und bei 1000 gibt es dann eben den 24-Stunden-Stream. Also der vierte Special-Stream ist kein normaler Donnerstag-Stream, sondern ein 24-Stunden-Stream. Aber ansonsten eigentlich meistens kann man, glaube ich, sagen, immer vier Dienstage und drei Donnerstage im Monat sind in der Regel immer Stream. Um es nicht zu sehr zu verkomplizieren, eigentlich fast immer Dienstag und meistens Donnerstag um 19 Uhr. Genau. Nur die 24-Stunden-Streame, da ist es immer, das hängt gerade immer von meinem Schlafrhythmus ab, wann die losgehen. Weil da möchte ich natürlich immer so erholt und frisch aufgestanden wie möglich anfangen. Weil bei meinem ersten 24-Stunden-Stream habe ich den großen Fehler gemacht, dass ich quasi schon ungefähr 12 Stunden wach war, bevor ich angefangen habe mit dem 24-Stunden-Stream. Und das ist keine gute Idee. Und beim letzten Mal konnte ich fast überhaupt nicht schlafen die Nacht davor und das war auch keine gute Idee. Deswegen bei 24-Stunden-Streams kann es sein, dass ich auch recht kurzfristig nochmal die Streamzeit anpasse. Ach so, hat sich schon erledigt. Na gut, okay. Schauen wir mal, ob es den Boss bei dir gibt. Das ist jetzt immer die Frage, weil mir werden auf der Karte anscheinend auch Bosse angezeigt, die in deiner Realität noch gar nicht existieren. Aber gehen wir mal dahin, wo ich mich jetzt gerade hin teleportiere und dann einfach nach Norden in diesen großen See. Und da soll angeblich ein Boss warten, den ich selber auch noch nicht kenne. Da wäre ich gespannt. Ich finde, so eine Brille steht mir eigentlich ganz gut, ne? Ich meine, die müsste fast noch ein bisschen größer sein. Das ist eigentlich echt eine große Brille, aber ich habe einen riesigen Kopf. Mir passen zum Beispiel auch wirklich keine Hüte. Es gibt im Universum keine Hüte, bis auf die Hasenmütze, die mir passt, weil ich wirklich einen Riesenschädel habe. Deswegen bräuchte ich vielleicht auch sogar noch eine ein bisschen größere Brille als die hier. Die habe ich wirklich, die habe ich schon vor, weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder 5 Jahren, sagen wir mal, bei irgendeinem Faschingsball oder irgendwie sowas getragen. Zu so einem Steve-Urkel-artigen Nerd-Kostüm, das ich da angezogen habe. Ups, falsche Richtung, da müssen wir lang. Bei dir ist es genau, du hast du so einen kleinen Kopf. Sollten wir uns zusammentun? Vielleicht kriegen wir dann zwei normal große Köpfe und können endlich Hüte und Brillen tragen in Normalgröße. Ich gebe dir ein bisschen was von meiner Kopfgröße ab.